Moin, willkommen bei Arne Spielz, dem kleinen, der kleinen YouTube-Playlist bei den Bretterwissern. Hier stelle ich immer so ein bisschen Gedanken vor, Spiele, die ich gespielt habe. Letztes Mal hatte ich jetzt hier eine große Technikfolge und ich hatte heute hier noch eine neue Idee. Ich stand gerade unter der Dusche und dachte, hey, meine Kamera hat einen Mikrofoneingang. Lass mich das irgendwie nutzen. Ein bisschen rumgebastelt, jetzt habt ihr dieses Ding hier ein bisschen im Gesicht hängen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, aber das macht hoffentlich den Ton jetzt noch mal ein bisschen besser, weil ich dachte, interne Mikros an Kameras sind immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt ein externes, mein großes Ding hier einfach jetzt mal benommen, ein bisschen rumgebastelt und das jetzt eingefügt. Ich hoffe, das klappt alles. Gespielt habe ich nichts, also ihr könnt jetzt gleich wieder ausschalten, hier kommt nichts, aber ich habe ein bisschen was eingekauft. Wirklich eingekauft, das habe ich jetzt auch mit meinem eigenen Geld bezahlt. Das sind jetzt keine Rezensionsexemplare oder Testvideos, Testexemplare oder irgendwas, sondern mit meinen harten verdienten Dollars bezahlt. Spiele, die jetzt schon ein bisschen länger bei mir rumstehen, die wie fange ich jetzt damit an? Manchmal verkaufe ich auch Spiele, weil ich denke, die spiele ich nicht mehr. Und dann möchte ich sie wieder haben. Ich bin ja großer Ascension-Fan. Oh, das ist jetzt echt eine lange Einleitung. Ich bin ja großer Ascension-Fan und hatte irgendwie auch alles irgendwie. Und dann habe ich auf eine Staffel wieder reduziert, auf die erste, weil ich dachte, oh, spielst du jetzt doch nicht mehr. Hatte kein gutes Gefühl dabei. Naja, dann besorgt man sich ja wieder irgendwie zwei Staffeln. Einmal dieses Aufstieg von Virgil und Sturm der Seelen. Da muss ich jetzt zusehen, dass ich die kleinen Boxen noch kriege. Die gab es bei eBay Kleinanzeigen relativ günstig. Da konnte ich denn jetzt nicht widerstehen. Wer Ascension nicht kennt, Ascension ist so eine Mischung, ist halt so ein Dominion oder ja, ist sowas wie ein Dominion, so ein Deckbauer, in dem es darum geht, Monster zu verschnetzeln. Ist relativ schön fluffig und leicht und ich mag das eigentlich total. Hab mich auch tatsächlich echt geärgert, als ich die dann wieder verkauft habe, weil ich dachte, oh, braucht den Platz. Aber wenn ich denn so ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich was verkaufe, dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann doch nochmal wieder geschafft. Genauso ging es hier mal beim Galaxy Trucker, was jetzt da oben liegt. Also ihr seht jetzt meinen Raum ein bisschen gedreht, weil ich das Mikro hier brauchte. Und genauso ging es mir mit Small World. Da würde ich sicherlich irgendwann auch nochmal einsteigen. Das war jetzt kurz Ascension. Das lag jetzt wirklich schon lange auf meinem Drucker. Dass ich die Kamera jetzt gedreht hätte, hättet ihr es wahrscheinlich jetzt auch fast gesehen. Aber Sachen, die ich jetzt irgendwie bei Hugendubel oder Bücher.de oder irgendwie in irgendeinem Sale gekauft habe, die habe ich auch. Ja, das hier habe ich auf jeden Fall schon gespielt. Das Tiefseeabenteuer in dieser kleinen Oink-Games-Schachtel. Das war mir irgendwie immer zu teuer. Das war jetzt, ich glaube, 13 Euro. Fand ich okay. Ist ein super Spiel. Man kann es auch bezeichnen, oh Gott, scheiße, wir werden alle sterben. Das ist halt so ein bisschen so ein Push-Your-Luck-Spiel. Man muss runtergehen auf einer Zählleiste. Je weiter man runtergeht, desto höher sind die Schätze. Aber wenn irgendein Mitspieler sich entscheidet, hey, ich drehe schon mal um und gehe nach oben mit meinem kleinen Schatz, dann verlieren irgendwie alle Luft und irgendwann sterben alle. Das passiert sowieso. Also und wichtig ist in dem Spiel die dritte Runde. Aber macht super viel Laune und in dieser kleinen Schachtel eine super Idee. Ein Spiel, von dem mir Matthias vorgeschwärmt hat. Das ist das Voodoo-Prinz. Ich bin ja so, Stichspiele mag ich schon sehr und er meinte, das wäre auch richtig gut und das war jetzt so ein Auffüllartikel. Voodoo-Prinz von Schmidt-Spiele. Ihr seht auch, die Sachen sind auch noch zu. Habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Ich bin aber gespannt. Da geht es irgendwie darum, eine bestimmte Anzahl Stiche zu erreichen und dann rechtzeitig aufzuhören mit dem Stich und da bin ich schon echt neugierig drauf. Ein weiteres Spiel, was ich erst nicht haben wollte, weil ich dachte, ich brauche es nicht, dann aber mich mal ein bisschen damit beschäftigt habe, weil es heißt eigentlich, oh, es ist ein Zweispielerspiel. Es steht drauf, zwei Spieler und mehr. Also, Codenames Duett. Das werde ich jetzt zusammen in meine Codenames-Schachtel reinschmeißen. Ich gucke gerade, wo sie ist. Da liegt jetzt das normale Codenames, das Pictures drin. Vielleicht ziehen die auch noch mal eine andere Schachtel um. Ich habe da schon eine Idee. Ich werde das dann anders bedrucken und jedes einzelne Codenames in eine eigene Zip-Tüte packen, dass man das spielen kann. Macht mich neugierig, weil es so ein bisschen kooperativ ist und wenn nicht ein Teil der Gruppe so ein bisschen immer rumsitzt, wenn einer überlegt, sondern man ist immer wahrscheinlich so ein bisschen dabei. Auch noch nicht gespielt. Aber, und ein großes Spiel, was ich schon länger jetzt auf der Agenda hatte, worauf ich irgendwie neugierig war, denn wieder nicht, denn wieder ja, denn wollte ich Heaven and Ale spielen. Heaven and Ale habe ich jetzt schon gespielt. Brauche ich jetzt nicht nochmal, aber Nussfjord möchte ich jetzt spielen irgendwie.
alle sagen irgendwie, das ist so ein bisschen so ein leichterer Uwe Rosenberg und darauf bin ich echt gespannt. Also das werdet ihr bestimmt auch demnächst jetzt bei mir hier im Kanal sehen, was ich davon für eine Meinung habe. Nussfjord macht mich irgendwie an. Komisch. Also, naja, ich bin großer Norwegen-Fan. Ich war schon mal 2,5 Wochen da in Norwegen unterwegs mit dem VW-Bus. War super. Nussfjord ist ja, glaube ich, eine Stadt auf den Lofoten oder sowas. Also, ich bin neugierig drauf. Scheint überschaubar für mich zu sein. Ja, das war jetzt so ein bisschen, was ich gekauft habe. Also, eigentlich war es jetzt nur ein Technikcheck, ob das mit diesem Mikro hier funktioniert. Lasst mich mal wissen, wie ihr das findet, ob jetzt dieses Ding hier drin stört oder ob ich es einfach drin lassen soll und es einfach erstmal dauerhaft so weitermachen sollte. Denn, wie gesagt, die Perspektive hat sich jetzt halt ein bisschen geändert, weil die Kamera steht jetzt auf der anderen Seite des Raumes, weil das Mikro ja hier hängt und es ist halt ein bisschen kompliziert, aber lasst mich mal wissen, ob diese Tonqualität euch jetzt besser gefällt oder ob ich einfach das interne Mikro wieder benutzen soll. Genau, das war jetzt die kleine sonntagliche Einkaufstüte. Ich wünsche euch einen schönen Tag und draußen wird gerade die Terrasse aufgeräumt. Wir haben 20 Grad draußen. Yeah, tschüss.